Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht und aus Versehen vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich hatte jetzt aber auch zum Glück noch nicht viel gemacht. Das waren vielleicht nur 2, 3 Minuten, wo ich dann erstmal so stumpf in die Leere gequatscht habe. Aber ich habe jetzt zum Glück noch rechtzeitig gemerkt gehabt, dass ich jetzt nicht am Aufnehmen war. Zum Glück habt ihr auch nichts verpasst. Ich war jetzt einfach nur hier runtergegangen. So, und eigentlich im Grunde war nichts wirklich passiert. Hatte auch erzählt gehabt, so dass wir heute vorhaben, mal wieder ein bisschen weiter in die Insel reinzugehen, mal zu schauen, so ob wir vielleicht mal einen Waschbär endlich finden. So, gleich müssen wir auch noch was essen, weil die Ausdauer wieder gering ist. Aber ja. Ihr habt zum Glück nichts verpasst. Also bin einfach nur runtergegangen. So von. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben gewesen? Oh, vorhin. Ich glaube, ich war ganz oben da nochmal gestartet. Ne, ich war. Genau, ich war noch irgendwie eben hier ein bisschen durch die Hütte am Laufen, so ein bisschen erzählt, so was genau wir dann geplant hatten. Und dann habe ich gemerkt, sofort, so auf dem Weg nach unten, so zum Floß, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Aber das waren vielleicht nur 1, 2 Minuten. Also, das habt ihr definitiv nichts. Aber wir werden heute definitiv mal ein bisschen die Insel weiter erkunden, weil ich auch ein bisschen gegoogelt habe, wo man ungefähr Waschbären finden kann. Ich habe jetzt aber nicht gegoogelt, wie man die erwischt oder sonst was, sondern nur die ungefähren Fundorte. Also, auf was ich achten muss oder sowas, habe ich jetzt nicht drauf. Näher geschaut, sondern eher einfach nur, wo findet man die? Hier haben wir jetzt noch mal noch Schildkröte. Wir brauchen ja ein bisschen was zu essen. So, ich würde sagen, wir schmeißen auf beide drauf. So, die liegen da. Können wir hier noch mal 2 weitere, den und den. So, die müssen auch gleich fertig werden. Ja. So, und dann würde ich sagen, wir laufen mal dahin, diesen Weg. Vor allem, wenn wir die Map uns mal genauer angucken. Wir haben da ja nördlich und östlich von dem großen Loch vom Arschloch der Welt noch gar nichts erkundet. Wo steht denn eigentlich momentan die Sonne? Oh, die geht unter. Dass wir uns da auch mal ein bisschen erkunden, umsehen. In der Hoffnung, dass wir auch keinen der Mutanten, der größeren Ureinwohner da antreffen. Und wer weiß, was wir da vielleicht finden. Höhlen müsste es ja hier jede Menge geben. Da sind sie wieder. Ich hoffe, die haben mich jetzt nicht gesehen. Ein bisschen Angst habe ich schon. Weil wir genau denen jetzt hinterherlaufen. So, da ist wieder das große Arschloch. Oder? Ne, das ist der Fluss. Das ist noch nicht da. Bisschen Stöcker.
Ja, das waren keine Stöcker. Was haben wir denn hier? Achso, dachte schon, ich bin jetzt ein bisschen höher geflogen. Wo geht's hier wieder? Da. Die Bambis. Bambis machen schon einen kleinen Schrecken. Und will ich nichts heute, ausnahmsweise. Habt ihr Glück. Ein paar Stöcker nehmen wir auch mit. Wir müssen dahin. Haben wir hier. Verdammt. Der Flieger. Wir sind wieder hier. Komme ich da wieder hoch? Ja. Machen wir Medizin. Nice. Essen. Medizin. Nochmal Soda. Nochmal essen. Ja. Also sowas ist nice. Okay, jetzt haben wir auch Soda. Mehr als genug. Alkohol? Hä? War das schon mal? Ne, das war nicht hier. Das war hier unter Notizen, glaube ich, hier. Den kennen wir schon, das kennen wir schon. Okay. Was war denn jetzt die Passagierliste? Das hier, oder? Das ist die Passagierliste? Oder hier, hier, warte. In einen Weg in den Kessel finden die vermissten Flugzeugpassagiere. Okay, das ergibt Sinn. Dass hier was Neues ist. Der hatte ja auch geblinkt hier. So, vollgefüllt, 93%, Hydrierung. Gesundheit 100, Energie 97, Ausdauer auch 97, Rüstung bei 240, das ist gut, Kälteschutz 0, Tarnung 0, ja, Athletik bei 50,7, Stärke bei 44,7, geistige Gesundheit 99%, das ist auch gut, und Tarner Zustand gut. 71 Tage haben wir bis wir überleben, nice. So, nee. Hier braucht man. Hat schon dunkel geworden. So. Nehme mir eben nochmal eine Dose Energy hier. Da ist mir was runtergefallen. So. Dass jetzt so dunkel ist, gefällt mir jetzt gar nicht gerade. Bewegt sich ihn wird. Seht ihr das? Ach so, das Licht von draußen. Hier bewegt sich auch noch was. Noch mehr Medizin. Noch mehr Alkohol, das ist auch nice. Wo genau sind wir jetzt? Auf der Seite. Okay. Wir wollen aber auf den bisschen nördlich von dem Loch da, von dem Krater. Ah.
Okay, das heißt, wir müssen in diese Richtung gleich. Genau, da ist das große Arschloch. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Panik, was das für Geräusche waren. Aber egal, wir müssen durch. Ach, das sind nur die beiden. So, da haben wir den Krater. Das hört sich nicht gerade gut an. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ach, ne. Wir sind an dem Fluss angekommen. Okay. Heißt, wir sind jetzt nördlich hiervon? Jo. Oh, ich habe gerade auch ein bisschen Herzrasen. Dass ich jetzt aber auch das erste Mal richtig hier im Wald erkunden gehe, im Dunkeln, in der Nacht. Ja, hier irgendwo irgendwas. Naru? Boah, ich habe gerade richtig Herzrasen, weil ich hier unterwegs bin. Im Dunkeln. So. Bin ich am frühen Morgen losgelaufen, ey? Warum muss das jetzt mitten in der Nacht sein? In so einem Depp. So. Steht denn der Mond? Bitte, ist das der Weg? Ja. Das ist der Norden. Stimmt, weil da ist Schnee. Nur so als Info, warum ich jetzt so langsam unterwegs bin. Ich will mir die Gegend ganz genau, ganz vorsichtig im Auge behalten, weil ich Angst habe, weil das hier irgendwie so ein Sumpftümpelartig ist, dass ich hier nicht auf Krokodile oder sowas stöße, weil ich die Vermutung habe, hier könnten Krokodile sein. Und ich jetzt auch keine Mutanten antreffen will, wie ich da hinten gerade am Arschloch der Welt da gehört habe. Boah, ich bin jetzt wegen dem Baum voll erschrocken. Digga. Ich dachte schon, was ist das? Und ich will nicht unbedingt von einem Krokodil hier attackiert werden, gefressen werden.
wäre jetzt das Letzte, was die wollen würde. Und jetzt auf einmal geht die Nacht nicht so schnell um. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt schon gerne viel lieber Tag. Vor allem das hier ist ja noch alles unerforschtes Gebiet für uns oder für mich zumindest. Naru? Okay. So, jetzt brauchen wir was zu trinken. So. Du kannst schon langsam untergehen. Ich hätte jetzt gerne Sonne. Ich hätte es jetzt gerne viel lieber heller. Weil tagsüber traue ich mich viel, viel mehr. Und ich frage mich auch, warum ich jetzt so schlau bin, im Dunkeln hier hinzugehen. Wollen wir brauchen jetzt auch langsam was zu essen. So, Feuer, etwas. So. Jetzt werden wir von einem Krokodil attackiert, das wär's. Ich bleib lieber noch erstmal kurz auf dem Felsen. Und Fleisch habe ich da drauf getackt. Ja. Habe ich diese noch alle frisch? Gut. Möglichst Zeit schinden, damit die Nacht schnell um ist. Ich habe mich schon wieder wegen dem scheiß Baum da erschrocken, weil der sich auf einmal so stark bewegt hat. Nacht müsste auch gleich um sein. Noch ein Vogel. So, jetzt ist die Frage, gehen wir weiter Norden oder Osten? Sagen, wir gucken uns mal diese Felsen hier an. Vielleicht ist da sogar noch eine Höhle. Könnte sein. Wie? Interessant. Ja, Bambi. Hä? Hier. Ach so, ein Stein. Ja, es wird langsam hell. Ja. Dann sehen wir gleich auch mal wieder was. Ihr hört das auch, oder? Sind das die Bambis oder sind das die Mutanten? Ich kann nur hoffen, dass es die Bambis sind. Koffer. Nice, wieder Stoff. Klebeband. Stoff. Auch nice. Nice, wieder Stoff. Ach, hier ist noch einer.
Ah, wieder Riegel. Nice. Okay, jetzt ist wieder hell. Aber, meine Freunde, das, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.